Wir schreiben das Jahr 2011 und eine altbekannte Strategiespielserie findet ihren Weg in den Massen-Online-Strategie-Modus. Stronghold Kingdoms ist endlich erschienen und wir durften für DTP die Premium Edition von diesem Spiel antesten. Vorab seht ihr jetzt erstmal die Weltkarte von Stronghold Kingdom. Und worum geht es im Spiel? Es ist, wer die Vorgänger gespielt hat, es ist genauso. Ihr müsst ein Dorf aufbauen, ihr müsst eine Burg aufbauen, ihr müsst eine Armee zusammenstellen und ihr müsst euer Volk gut unterhalten, damit ihr Punkte kriegt, solche sogenannte Ehrenpunkte. In den alten Teilen waren das halt noch so Beliebtheitspunkte, hier sind es Ehrenpunkte. Mit diesen Ehrenpunkten könnt ihr Level aufsteigen, könnt dadurch eine größere Stadt kriegen, ihr könnt dadurch höherwertige Karten aktivieren. Höherwertige Karten? Was für Karten? Genau, ihr habt gehört, es gibt ein Kartensystem in Stronghold Kingdoms. Wenn ihr im Besitz der Premium Edition seid, kriegt ihr direkt ein paar Karten geschenkt. Ein paar ist gut, ich hatte 92 Stück am Ende. Oder ihr seid Free-to-Player. Wie gesagt, das Spiel könnt ihr auch kostenlos runterladen auf der Website. Dann müsst ihr jetzt für die Karten zwar Geld zahlen, aber ihr hättet dann auch die Möglichkeit. Wozu sind diese Karten gut? Die Karten sind dafür da, die Spielgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen. So dauert es zum Beispiel am Anfang recht lange, bis man die ersten paar Gebäude gebaut hat. Weil jedes Gebäude braucht halt eine gewisse Zeit und je mehr Gebäude ihr von einer Art baut, desto länger dauern die auch. Also am Anfang braucht ihr zum Beispiel für eine Holzhütte nur eine Minute. Später braucht ihr dann vielleicht für die fünfte, sechste schon 7 Minuten. Also es ist sehr zeitintensiv. Diese Zeit könnt ihr natürlich mit Baukarten wieder direkt kompensieren, indem ihr sagt, okay, ich spiele jetzt hier die Karte sofortiges Bauen fertig. Da ist die Karte zwar weg, aber ihr habt dann die Gebäude direkt da. Diese Karten könnt ihr aber auch für allerlei andere Sachen einsetzen, wie Materialanlieferung, Goldanlieferung, Forschungspunkte, Ehrenpunkte und so weiter, Soldaten kriegen und alles. Es ist fast wirklich alles abgedeckt in diesen Karten. So, kommen wir jetzt mal zu den Tokens in diesem Spiel. Tokens, das sind so Spielmünzen, die dafür sorgen, dass ihr mehr Bauplätze und Forschungsplätze habt. Während ihr ohne diese Tokens nur ein Gebäude gleichzeitig bauen dürft und nur eine Forschung betreiben dürft, dürft ihr mit diesem Token gleichzeitig 5 Gebäude bauen, das heißt zumindest schon mal in die Warteschlange setzen. Gebaut werden die nach und nach, aber ihr könnt sie in die Warteschlange setzen und 5 Forschungen in die Warteschlange setzen. Das heißt, es ist halt gut, wenn ihr wirklich sagt, ich will diese 5 Sachen bauen, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit hier am Rechner sitzen. Also könnt ihr die nacheinander aktivieren und einfach dann machen, was ihr wollt, bis sie fertig sind. Bei der Stronghold Kingdoms Premium Edition gibt es einen Download-Code dabei. Dieser Download-Code beinhaltet Spielkarten. Wie gesagt, das sind Packets. Da könnt ihr dann Glück haben, dass da was Gutes dabei ist. Ich habe da auch einige gute Karten hergekriegt. Kartenpunkte, die könnt ihr einlösen gegen einzelne Karten. Auch sehr hilfreich. Da könnt ihr genau sehen, was brauche ich jetzt. Könnt ihr die Karte euch holen. Ihr habt kriegt 200 Punkte, meine ich, waren das. Da könnt ihr schon ein gutes Dutzend Karten kriegen. Dann gibt es lebenslangen Rabatt auf die Karten von Stronghold Kingdoms. Auch sehr nett. Ihr kriegt 4 Tokens. Die Tokens halten so, ich meine, die halten schon eine ganze Zeit, also bis ihr die aufbraucht, das dauert noch ein bisschen. Sind aber, wie gesagt, eigentlich unerlässlich für dieses Spiel. Und Premium Edition Besitzer kriegen auch noch Stronghold 1, Stronghold Crusader und Stronghold Crusader Extreme mit dabei geliefert, also so ein kleines Schmankerl für die, die vielleicht die Vorgänger noch nicht gespielt haben oder sie vielleicht so wie ich gespielt haben, aber nicht mehr auf dem Rechner haben und einfach nochmal die Zeit erleben wollen. Sehr schön eigentlich. Vor allem kann man damit auch gut die Zeit überbrücken, die man braucht, um Gebäude zu bauen oder zu forschen, weil irgendwann ist alles voll und du weißt nicht mehr, was du tun kannst. Da kannst du einfach sagen, okay, spiele ich Stronghold 1, mache ich halt ein paar Belagerungskämpfe und so. Also eigentlich ein rundum gutes Paket. Das Paket kostet 30 Euro. Wie gesagt, mit allem, was dabei ist, eigentlich ein guter Preis. Aber kommen wir nochmal zurück zum Spiel. Es besteht die Möglichkeit, dass ihr halt auch Armeen losschickt. Dass ihr Kundschafter losschickt. Kundschafter sorgen dann dafür, dass ihr noch Material zusätzlich kriegt, die ihr nämlich unterwegs findet. Und die Armee, wie gesagt, ihr könnt sie bauen, dauert lange oder ihr setzt einfach ein paar Karten ein, geht schneller.
damit ihr eure Burg, die ihr baut, halt verteidigen könnt, beziehungsweise dass ihr andere Spieler angreifen könnt. Möglich besteht auch, dass ihr halt über die Online-Funktion halt Bündnisse schließt, im Chat oder so, und dass ihr dann versucht, halt ein komplettes Land selbst zu übernehmen. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum ihr gerade im Spiel nichts hört, das liegt einfach daran, dass ich das Spiel auf zwei verschiedenen Rechnern laufen habe, es aber auf keinem der beiden Rechner Sound wiedergegeben wurde. Ich weiß nicht, ob die Entwickler keinen Sound reingemacht haben, ob der vielleicht noch mit dem Patch kommt, das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall, das Spiel, das ist, besitzt im Moment keinen Sound. So, das war's jetzt erstmal zu Stronghold Kingdoms. Dann gehen wir jetzt rüber zum Fazit. Stronghold ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite gefällt mir gut, dass wirklich wieder der Stil von Stronghold weitergegeben wurde, also die Grafik, wirklich wieder das Setting auch beibehalten wurde, das Mittelalterliche. Gut gefallen hat mir auch, dass auf echten Karten gespielt wurde, wie der Deutschlandkarte, Schweiz, Österreich und so weiter. Gefällt mir alles gut, auch dass England und so alles dabei ist, für die englischen Leute. Schön ist auch, dass in der Premium Edition zumindest einige Karten dabei sind. Schon mal ein paar Tokens, damit man da die Spielwelt schon mal erleben kann. Und auch, dass die ersten Stronghold-Spiele dabei sind. Das war auch sehr schön, dass die dabei waren. Jetzt kommen wir zur Gegenseite. Das Spiel verliert leider sehr schnell sich darin, dass man wirklich sagen kann, das Spiel ist einfach viel zu leise. Man hat keinen Sound. Diese ganzen Soundeffekte, die Stronghold 1 und Crusader so ausgemacht haben, dieses mittelalterliche Soundgefühl, das fehlt einfach komplett. Das ist einfach viel zu leise. Auch, sag ich mal, das Spiel, die Spielgeschwindigkeit. Wenn man es schon mal früher gespielt hat, dann war es ein Aufbauspiel, was nicht das schnellste war, aber es ging doch relativ flott von der Hand. Durch dieses, halt, dass es jetzt wirklich so ein Zeitfenster immer hat für eine Baueinheit, dauert es halt immer etwas länger. Auch der Kartenzwang durch bestimmte Events ist etwas negativ aufgefallen. Ich habe zum Beispiel einen Sturm gehabt, der auf einmal aufgezogen ist und hat direkt mit minus 40 Ehrenpunkten reingehauen. Das heißt, ich hatte ein Plus von 23, habe mit minus 40 reingehauen. Das zu kompensieren war für mich fast unmöglich. Ich musste wirklich einige Karten opfern, um überhaupt vernünftig weiterspielen zu können. Natürlich für Leute, die Free-to-Play spielen, die natürlich keine Karten am Anfang mit haben, natürlich einen Moment, wo da dann Frust aufkommen könnte. Ne, weil der Sturm ging auch mehrere Tage. Schade. Und mein abschließendes Fazit ist zu diesem Spiel, für Leute, die gerne so Spiele wie O-Game gespielt haben und so, gar keine Frage, ihr solltet es sich auf jeden Fall angucken, aber alle, die sich jetzt gedacht haben, hey, neues Stronghold, oh, alte Grafik, wunderbar, spielt es lieber erstmal an. Weil das Spiel sieht zwar aus wie Stronghold, aber das komplette Gameplay hat sich verändert. Es ist zwar noch Stronghold, aber es ist nicht mehr so schön Aufbau, ruhig Aufbau, ein bisschen Krieg machen hier, Krieg machen da, sondern es braucht wirklich seine Zeit und es ist leider sehr langwierig, bis man endlich vernünftig was aufgebaut hat. Nichtsdestotrotz solltet ihr einfach mal das Spiel anspielen, gucken, ob es euch gefällt. Es gibt ja dieses Free-to-Play, da könnt ihr ja schauen, ob ihr dafür auch Geld ausgeben wollt oder nicht. Wie gesagt, mit der Premium Edition, mit den drei alten Stronghold-Teilen, könnt ihr dann auch nochmal was richtig machen. Wenn ihr die noch nicht hattet, solltet ihr vielleicht da mal reinschauen. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich und gehe jetzt noch mal ein bisschen meine Burg kümmern. Macht's gut!